Inseln in der Südsee. Die Eingeborenen nennen den jungen Schweizer Arzt einfach nach seinem Vornamen. Dr. Mark. Etwas völlig Neues habe ich gesehen. Und das Einzige, was ich kann, ist als Doktor arbeiten. Folglich kann ich arbeiten als Doktor. Marc Bitterli, 34, hat vor 4,5 Jahren sein Medizinstudium abgeschlossen. Er hat in verschiedenen Zürcher Kliniken als Assistenzarzt gearbeitet und eben einen Einsatz im Kosovo beendet. Der junge Arzt sucht eine neue Herausforderung am anderen Ende der Welt. Down Under. Er fliegt über Kuala Lumpur nach Brisbane und von der Ostküste Australiens weitere 6 Stunden nach Honiara, der Hauptstadt der Salomonen. Die Solomon Islands, ein Archipel aus knapp 1000 Inseln. Sie erstrahlen aus dem blauen Universum der Südsee, eine jede eine wundersame Komposition aus Farben und Formen. Traum, das scheinbare Paradies. Einer kämpft hier seit Jahren gegen die medizinische Unterversorgung von 400.000 Südseeinsulanern. Der Flughafen von Honiara. Marc Bitterli trifft hier zum ersten Mal auf den Hermann Oberli. Dr. Oberli ist seit 7 Jahren der Chef des Central Hospital auf der Hauptinsel der Solomon Islands. Er versucht mit einfachsten Mitteln eine zeitgemäße medizinische Versorgung auf diesem Inselstaat zu erreichen. Er zählt dabei auf freiwillige Einsätze von Schweizer Medizinern und bildet einheimisches Fachpersonal aus. Erneuert laufend mit Spenden aus der Schweiz die Einrichtung der Klinik und kämpft so für eine minimale medizinische Versorgung des Archipels. Was mich am meisten aufregt, sind die traurigen Möbelstücke. Also, da habe ich schon lange gesagt, warum kann man da nicht etwas machen? Julian, komm, look hier. Traumhaft gelegen, das Zentralspital von Honiara. Nicht ganz so traumhaft die Verhältnisse, die man hier antrifft. Bei näherem Hinsehen erkennt man den schlechten Zustand der Anlagen. Gebaut im Zweiten Weltkrieg als Lazarett von den Amerikanern, führten die Engländer das Spital für kurze Zeit weiter. Entwicklungsgelder aus Taiwan ermöglichten den Ausbau der Gebäude. Seit Tagen gibt es wieder einmal kein Wasser. Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Dr. Hermann Oberli hat sich hier im Südpazifik keine leichte Aufgabe gestellt. Notlindern, helfen, heilen, aufbauen. Unter einfachsten, oft schwierigsten Bedingungen. Als einziger voll ausgebildeter Chirurg wirkt er hier als Chefarzt für eine Bevölkerung von 400.000 Menschen. Die Salomonen gehören zu den ärmsten Entwicklungsländern. Auch der kleinste Fortschritt muss hart erkämpft werden. Zudem ist der Einsatz von einfachen Mitteln manchmal tückisch. Werden etwa Bauten und Einrichtungen nicht den klimatischen Verhältnissen angepasst, folgen bald aufwendige Renovationen. So wurden etwa wohlgemeinte Entwicklungsgelder aus Taiwan falsch eingesetzt, was bereits nach kurzer Zeit große Reparaturarbeiten nötig machte. Beispielsweise hat der Unterhalt des neu, aber nicht zweckmäßig genug gebauten Operationstraktes schließlich das Spitalbudget ruiniert. Es regnet viel auf den Salomonen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt oft an die 100%. Es ist dann, als könnte man die Luft trinken. Das wiederkehrende Licht der Sonne bringt jedoch der Insel ihre Farben zurück. Also Marc, jetzt gehen wir schnell auf das Ministry durch. Die legen hier sehr viel Wert darauf, dass Formalitäten eingehalten werden. Also das Gesundheitsministerium? Ja, das Gesundheitsministerium. Die dort den wesentlichen Leuten vorstellen, weil die reagieren überempfindlich, wenn man das nicht macht. Und wenn möglich, probieren wir noch schnell den Minister zu sehen. Mit dem bin ich gut befreundet.
Wenn er dort ist, dann hat er ganz sicher ein paar Minuten Zeit, dass wir sich noch dort vorstellen können und ihm sagen, dass jetzt da wieder ein Doktor aus der Schweiz da ist. Ne? Okay, so, this is Dr. Mark Bitterly from Switzerland. That's the Honourable Minister of Health, Dr. Steve Almano. Dr. George Malefasi, Undersecretary Healthcare. These will be two of your highest bosses while you are working here. Okay. Nice to meet you. Thank you, Mark. Thank you for coming. Warm welcome to you to the Solomon Islands and Dr. Mark wird vom Gesundheitsminister Dr. Steve Armanu offiziell empfangen und begrüßt. And at this point in time I would like to Wortreich äußert er sich lobend über die Zusammenarbeit. Der freiwillige Einsatz des Schweizer Arztes wird verdankt. And the Solomon Islands government in the field of health and the exchanges between professional staff, doctors from your government coming over to assist us with your services integrated into the health services that the government is providing. Das war mein erster Arbeitstag und ich komme dort hin und habe eigentlich eben die friedliche Südpazifik-Inselgruppe erwartet. Und dann bin ich da konfrontiert mit Schussverletzungen, schweren Schussverletzungen, mit ethnischen Spannungen, die herrschen. Da habe ich schon gedacht, wo bin ich da hingekommen? Ich war in Point Cruz und er wurde von der Polizei geschossen. Südsee, das klassische Bild, dass man da Palmenstern kommt, weiss sein, mit Wahnsinnswellen, mit Blüten, mit schönen Leuten. Und auf der anderen Seite war es natürlich schon so, dass ich mit der Realität konfrontiert wurde, weil da ist es eben wirklich arm. Und da ist es nicht einfach schön. Und da sind die Strassen dreckig und die Autos kaputt. Es hat wenig Stromleitungen und so weiter. Das sind so die Sachen, die man sieht. Und das ist dann so auch eine gewisse Demontage von den klischierten Bildern, die man im Kopf hat. Die Mittagshitze hängt über der Hauptstadt. Hier leben ca. 40.000 Menschen. Etwa 80% der Erwachsenen können weder lesen noch schreiben. Die Lebenserwartung liegt bei etwas über 60 Jahren. Das Gesundheitswesen ist staatlich und für jedermann unentgeltlich. Im ganzen Land gibt es einfache Ambulatorien. Daneben in jeder Provinz ein Spital von sehr unterschiedlicher Größe und Ausstattung. Patientenbesuch. Das Interesse gilt dem Mann mit der Kugel in der Schulter. Talk to him. Where is he from? Why is Anderson speaking? Why not to him? What are the problems? No. Why did they? Eines der Hauptprobleme ist die Verständigung. Auf den Salomonen werden 70 verschiedene Sprachen gesprochen. Doch meistens wird das Pidgin-Englisch angewandt. Ein Dialekt, der aus englischen, portugiesischen und spanischen Wörtern besteht. You just arrived from Malaita, or what? To bring you something to go on a northeast trip. He wanted to go on to the boat. Yeah. Police shoot a lot there or what? Rex, morning. What are you reading here? Ein paar Meter entfernt liegt ein Polizist. Eingeliefert wurde er vor einiger Zeit mit einem Kieferdurchschuss. Shape up your waistline, that's good. Your waistline is all right. So, open your mouth a little bit. More? Yeah, all the wounds inside are healed. This one is healed. How is talking now? Still difficult? Try to say A, E. You must practice a lot. Rex, it's important. You must learn how to speak again.